Hätte mir irgendjemand dieses Video geschickt, hätte ich ihm gesagt, Bruder, geh dich vergraben, Alter. Liebe Schlingel und Freunde auf YouTube, liebe Zuschauer und liebe Abonnenten. Ich bin Sefi und mich gibt's jetzt schon ein paar Jährchen hier auf YouTube. Dennoch versuche ich mich stetig weiterzuentwickeln und besser zu werden und immer einen Schritt voraus zu sein und immer zumindest ein Stückchen weiter als mein gestriges Ich zu sein. Das betrifft ganz, ganz vieles. Das betrifft den Bereich Sport, das betrifft den Bereich Videos machen, das betrifft den Bereich Persönlichkeitsentwicklung und so weiter. Aber heute geht's tatsächlich um YouTube. Denn das Schöne an Let's Playen oder an diesem Hobby, was jetzt mittlerweile zu meinem Job geworden ist, ist, dass man mit jedem Video ein kleines bisschen seines jetzigen Ichs auf Videomaterial festhält und man sich das Jahre später ansehen kann und natürlich sich fremdschämen kann, aber auch die Wurzeln erkennt und ein Stück weit sieht, wie man vor einigen Jahren so drauf war. Ich habe in dieser Schublade hier von meinem Schreibtisch, den ich durch drei verschiedene Wohnungen mittlerweile gezogen habe, einen USB-Stick gefunden. Und auf diesem USB-Stick war diese Datei hier drauf. Und ihr seht, da drauf steht nichts anderes als Part 1. Und genau das ist das, was es ist. Es ist das allererste Video, was ich jemals gemacht habe. Okay? Und ich habe mich unglaublich gefreut, als ich diesen Stick gefunden habe mit diesem Video. Anscheinend war Vergangenheit Sefi schlauer als der jetzige Sefi, denn ich habe damals tatsächlich dran gedacht, mein allererstes Video auf einem USB-Stick zu speichern, so dass ich mir das irgendwann mal ansehen kann. Auf jeden Fall mache ich hier mal die Eigenschaften auf. Dieses Video wo haben wir's? Dieses Video wurde am 13.07.2011 von mir erstellt. Das bedeutet, vor über 6 Jahren, okay? Also es ist nun offiziell, ich mache über 6 Jahre YouTube-Videos und im heutigen Video werden wir uns tatsächlich dieses Video oder Teile dieses Videos ansehen, Freunde. Seid ihr bereit, um ein bisschen meiner Vergangenheit zu graben? Dieses Video findet man übrigens nicht mehr auf YouTube, so wie viele, viele andere auch nicht mehr. Falls ihr Interesse an solchen Videos habt, dann schreibt es mir unbedingt in die Kommentare, denn ich habe noch ein paar mehr Videos aus meiner Vergangenheit, die entweder nicht mehr auf YouTube sind und die ich auf diesem USB-Stick gefunden habe oder die nicht gelistet sind und die meisten von euch wahrscheinlich niemals gesehen haben. Aber Öhrchen miteinander. Let's go. Oh mein Gott. Wow. Und direkt schon am Anfang kann ich sagen, yo, Oldschool Aufnahmeshit, Alter. Okay, Moment. Ich mach ganz kurz für euch das Fenster so groß, wie es eigentlich wäre oder sein sollte. Ungefähr zumindest. So. Also. Und mich natürlich etwas kleiner, damit ihr auch die Action, die unglaublich wichtige Action in diesem Video nicht verpasst. Ne? So. Okay, dann machen wir das noch ein bisschen so. Dann seht ihr da auch keinen blöden Rand. Alright, Freunde. Also hier haben wir
Oh, warte mal, ich muss in diese Richtung gucken, ne? Mein allererstes YouTube-Video, was ich jemals gemacht habe. Im Jahre 2011. Man sieht hier richtig professionell einen riesigen schwarzen Rand. Ja, es gab tatsächlich YouTube-Videos über Gaming-Content früher mit solchen Rändern. Jeder von uns hatte die, oder fast jeder von uns hatte die. Und damals habe ich noch an meinem Laptop aufgenommen mit dem normalen Inbuilt-Laptop-Mikro und ein ganz anderes Programm verwendet. Ich habe meine Stimme nicht separat aufgenommen. Das bedeutet, ich habe alles miteinander aufgenommen. Also die Musik, die ihr gleich hören werdet, kam ebenfalls durch das Mikro rein, wo ich gesprochen habe. Also es ist mega ranzig, es ist mega funny, es ist mega cringy. Minecraft Beta 1.7.3, das war die aktuellste Version damals. Yo, ihr wisst Bescheid, ne? Öhrchen miteinander. Und da ist er, der Sephiron mit seinem Let's Play zu Minecraft. Wie schon tausende vor ihm, aber naja, ich spiele jetzt schon seit einer Weile und da hat mich halt der Ehrgeiz gepackt. Und zu der schönen Intro-Musik von Monkey Island. Vergebt mir, dass ich noch so eine beschränkte Playlist habe, aber ich denke mal, da ich sowieso 0 bis 5 Zuschauer haben werde, es wird euch egal sein. So, ja, ich dachte mir, ich fange mal an mit einem Let's Play Minecraft und werde auch direkt eine neue Welt kreieren. Die wird heißen Let's Play Minecraft. Ein Seed geben wir keinen ein. Und ab geht's. Yo, also ohne Spaß, wer dachte, dass ich mit 17 Jahren schon rhetorisch geschickt war, der hat wohl etwas verpasst im Leben. Ich komme mir gerade vor, ja, wie ein etwas dümmerer Mensch mit Sprachproblemen, so, also massiv. Es ist heftig, ne? Es ist wirklich, wirklich krass, was sich da getan hat in den letzten Jahren. Und wenn ihr euch vorstellt, es sind 6 Jahre her, das ist massiv Zeit auf YouTube, aber im Endeffekt, im Real Life, sind 6 Jahre nicht unbedingt viel. Dennoch habe ich so unglaublich viel gemacht in dieser Zeit und so viel gelernt und ja, knapp 3, 4.000, ja, 3.500 Videos gemacht, je nachdem mit denen, die ich gelöscht habe. Streams und natürlich Auftritte und so weiter. Naja, ihr wisst Bescheid, also da liegen Welten dazwischen und es ist so krass zu sehen und so cringy zu sehen, wie das Ganze angefangen hat. Und jeder, der denkt, yo, ich will mit YouTube anfangen, aber ich bin nicht nahezu naja, so sprachlich geschickt wie der Junge da oder wie andere Leute hier auf YouTube, dann hier habt ihr das beste Beispiel, dass es erlernbar ist und dass jeder mal gleich angefangen hat. Auch ich. Ich werde jetzt nicht das ganze Video abspielen lassen, aber ich denke, gerade der Anfang ist relativ interessant oder spannend. Oder cringy. So, wo sind wir hier gelandet? Scheint sehr wüstenbeeinflusst zu sein, wüstenorientiert. Oh, Bruder. Digga, was ist los mit dir? Verzeiht meine langsame Kopfarbeit hier. Es ist mittlerweile 5:45 morgens. Ich habe. Ihr habt ja wahrscheinlich gesehen, in den Einstellungen, beziehungsweise in den Details, dass das Video irgendwie um 6 Uhr irgendwas ne, produziert wurde am irgendwas 13.07.2011 oder so. Das war tatsächlich 6 Uhr morgens, als ich dieses Video aufgenommen habe. Ich kann mich erinnern, weil ich habe am Abend mal begonnen, mich ein bisschen zu informieren, wie funktioniert denn das mit dem Aufnehmen und so weiter. Und ich habe mir ein Aufnahmeprogramm runtergeladen, beziehungsweise irgendwie, weiß nicht mehr genau, was ich da gemacht habe. Auf jeden Fall habe ich
bis 6 Uhr morgens gebraucht, um mein erstes Video aufnehmen zu können, weil einfach die Technik nicht geklappt hat und ich wollte unbedingt noch mein allererstes Video aufnehmen. Deswegen habe ich das um 6 Uhr morgens noch gemacht. Vielleicht nicht die allerbeste Idee, wenn man sich mal so den Sprachfluss ansieht oder anhört, besser gesagt. Aber naja, ich wollte das halt unbedingt irgendwie noch gemacht haben. I don't know. Eine Sekunde gepennt. Aber ich denke, das wird schon gehen. Also, Minecraft. Für die Leute, die es noch nicht kennen, Minecraft ist ein, sagen wir mal, Lego-Spiel für den PC. Und yo, die Oblivion-Musik, Alter! Ein, wie gesagt, entschuldigt mich für meine beschränkte Playlist, aber ich denke, eine wunderschöne Melodie wie Oblivion werdet ihr mir noch verzeihen. Oblivion! Alter! Wo war ich stehen geblieben? Digga. Es geht in diesem Spiel darum, Sachen abzubauen, zu craften, wie. Okay, also im Jahre 2011 habe ich den Leuten noch erklärt, wie Minecraft funktioniert. Da waren die meisten Minecraft-Spieler von heutzutage wahrscheinlich noch nicht mal so alt, dass sie einen PC bedienen konnten. Wieder zusammenzubauen. Und was mir hier schon einmal sehr gefällt, ist dieser Wasserfall da drüben. Die Welt ist nicht schlecht für ein Let's Play. Mal schauen, ob ich das hier so weiterziehen werde oder ob ich irgendwie was verändern werde. Also, natürlich, weil es ein Let's Play ist, spielen wir das Spiel auf easy, da es hier sonst langweilig wäre. Wie gesagt, in dem Spiel geht es um Sachen. Yo, ich war damals schon hardcore, ne? Ich war damals schon all about the Nuzlocke, Alter. Wir spielen, natürlich damit es nicht langweilig wird, spielen wir das Spiel auf easy. Damn, Alter. Badass Sephiron damals, Alter. Sachen auseinanderzunehmen, also man kann ja wirklich alles auseinandernehmen. Das hier sind Blöcke aus Sand, dann gibt's hier Erde. Was auch immer. Ihr müsst euch vorstellen, da geht ein Typ durch die Minecraft-Welt und erklärt den Leuten, yo, es gibt hier Blöcke voll mit Sand, dann Blöcke Erde und ihr könnt ja alles abbauen. So, hä? Das erste, was man macht, man geht zu einem Baum und schlägt mal mit seiner Karatehand drauf. Bis er kaputt geht und Holz hinterlässt. Dann sammelt man das auf. Und daraus kann man sich dann wieder neue, ups, Kacke. Das war jetzt Fail. Kacke? Kacke war das erste Fluchwort in meinen Videos? Damn. Wir schreiben heute Geschichte, Freunde. Kann man sich daraus wieder neue Sachen basteln, wie Holzbretter, aus denen man wieder Kisten und Betten und was weiß ich alles macht. Noch ganz kurz zu meinem Skin übrigens, den habe ich selbst erstellt. Erkennt man ihn von hinten? Ja, wahrscheinlich nicht. Aber voilà. Ich weiß nicht, wer ihn erkennt. Es ist Herkules aus dem Disney-Film Herkules. Ja. Also ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich so hart übermüdet war. Aber damals haben wir noch definitiv sehr, sehr stark feststellen können, dass ich, ja, seht ihr, ich fange jetzt schon an zu strugglen, wenn ich mir nur zuhöre, Alter. Damals hat man noch ganz genau feststellen können, dass ich kein Deutscher bin. Aber ich habe damals schon besser Deutsch gesprochen als Krabu. Warum ich das so gemacht habe, keine Ahnung. Ich hatte einfach Spaß dran, so einen Skin zu machen. Ich weiß nicht, ob ich das so lassen werde oder ob ich den wieder ändern werde, aber vorerst lasse ich den mal so sein. So, da haben wir jetzt schon 10 Holz gesammelt. Und jetzt in erster Linie müssen wir einfach mal die erste Nacht überleben. Das heißt, wir müssen Schutz suchen, uns ein Häuschen bauen. Was auch immer. Voilà. So, das ist ein Crafting Table. Holy shit. Crafting Table können wir
ganz neue Sachen bauen. Beziehungsweise wir haben hier 3x3 Felder Platz, anstatt nur wie im Inventar 2x2. Also, ich bekomme ja immer wieder mal Links geschickt von Leuten, von Zuschauern, von anderen YouTubern oder beginnende YouTuber, die mir halt ihre ersten Videos schicken und meinen, yo, Sefi, wie sieht's aus? Kannst du da bitte mal reingucken und mir Feedback geben? Und ich habe schon wesentlich bessere Videos als das Ding gesehen und habe ihm gesagt, Digga, wenn du so weitermachst und dich nicht verbesserst, dann brauchst du den Datenmüll gar nicht hochladen, weil das wird sich kein Schwein ansehen. Hätte mir irgendjemand dieses Video geschickt, hätte ich ihm gesagt, Bruder, geh dich vergraben, Alter. Das wird sich in nowhere fucking future wird sich niemand sowas ansehen, Alter. Also nicht mal in der Gegenwart, in der heutigen Gegenwart auf YouTube, wo man 1080p Minimum, die meisten haben oder viele haben schon 4K, 60 FPS und dann eine richtig krasse Auflösung, Mods, Texture Packs und so weiter, ne, ihr wisst Bescheid, Facecam, krasse Mikros und so weiter, wo sich die Leute das gewohnt sind, wird sich keine Sau dieses Video angucken. Und trotzdem gibt es heutzutage, ja, ein bisschen über 50.000, die sich trotzdem für den Kanal entschieden haben. Und da sieht man mal, wie sehr man sich doch irren kann, okay? Also habt Mut, denkt dran, der Junge hier war viel schlimmer wahrscheinlich als ihr. Und naja, wichtig ist wirklich nur, dass ihr euch entwickelt, Freunde. So, was fangen wir denn an? Ich denke, wir machen uns ein ganz kleines Holzhäuschen. Wo wir das machen, habe ich noch keine Ahnung. Kein Schimmer. Ja, du hast noch von vielen Sachen mehr keinen Schimmer, mein guter Freund. Du hast noch keine Ahnung, was auf dich zukommen wird. Und was mit dir und deinem Leben passieren wird, mein lieber Vergangenheits-Sephiron, Alter. Ja. Ich hab die ganze Zeit Oblivion-Musik laufen lassen, ne? Keine Ahnung. Hier. Genau bei unserem Spawnpunkt. Ich war massiv unterhaltsam damals. Mir war das immer sehr wichtig. Das muss nicht sonderlich groß sein, denn ich denke mal, wir werden sowieso nicht lange hier bleiben. Ich denke mal. Leute, wisst ihr, wie gerne ich mich mit diesem Typen unterhalten würde? Jetzt so, hier so, face to face, so. Mit meinem Ich damals als knapp 17-Jähriger. Wie gerne würde ich mich jetzt so mit mir unterhalten? Um einfach mal in diesen Kopf reinzublicken und die Reaktion zu sehen, wenn er oder ich realisiere, was eigentlich so abgeht oder abgehen wird. Boah, das wäre, ich glaube, das interessanteste Gespräch, was man überhaupt führen könnte, oder? Mit einem früheren Ich. Wir werden übers Meer reisen und auf einen anderen Kontinent schreiten und uns da weiter umsehen nach einer schönen Umgebung, die auch was zu bieten hat. Oh je, Freunde, oh je. Komm schon. Und ab dafür. Da sieht man auch schon Zombies und weiß ich was für hässliche Kreaturen. Yo, ich war so enthusiastisch in meinem ersten Video. Unglaublich, Alter. Alles, was sie wollen, ist uns das Gehirn raussaugen, ne? Ja, das ist alles, was sie wollen, Digga. Dein Gehirn raussaugen. Da hängen schon zwei Creeper rum, die wollen uns ganz doll lieb haben und uns umarmen und sich dann selbst in die Luft jagen. Oh, the cringe, Alter. Ich muss es warnen. Ich habe keine andere Wahl. So, wir gucken uns noch das Ende an von der Folge. Ein Bett craften kann. Oh, shit! Und der Minecraft-Remix damals. Ganz geiles. Von, also der 8. Ja,
der 8-Bit-Remix von Monkey Island. So war das. Ich hab's von Gong gesehen. Ich weiß. Trotzdem muss es... Ja, ich hab's von Gong gesehen. Oh, he's stealing! Er gibt schon in der ersten Folge zu, dass er die Musik von Gronkh geklaut hat. Alter, besser kann's ja nicht mehr werden. Ich weiß. Trotzdem muss es einfach rein, weil das ist der geilste Track, den ich jemals gehört habe. So, oh, man sieht einfach gar nichts mehr, ne? Ja, Minecraft in der Nacht. Spannendste Let's Play ever. Okay. Das sollte reichen fürs Erste, jetzt ab zurück. Und ich verabschiede mich auch mal schon für den ersten Part. Mal Digga, was? Sephiron? Fucking 14 Minuten? 15 Minuten? Was ist denn das hier? 15 Minuten Video? Alter. Also, ne, da haust du noch 2 AdSense und 3 Midrolls rein, Alter. Du kleiner Gauner, damals waren die Parts nämlich auf YouTube nur fucking 15 Minuten, Alter, ne? Du bist Bescheid. Damn, Sephiron der Abzocker, Mann, damals, ne? Die richtig kurzen, flockigen Parts rausgehauen. Schauen, was noch alles passieren wird und ich wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss. Okay, man hat sogar noch gesehen, wie ich das Video beendet habe, Alter. Ich habe damals nicht mal ein Video geschnitten, sondern ich habe es einfach nur aufgenommen und dann das Video beendet und dann einfach so roh hochgeladen. Guckt euch mal an, wie ich gerade die Aufnahme beende, da oben rechts. Ich musste sogar das Dingens anhalten und dann nach oben. Oh Gott, Alter, wie übelst peinlich, Mann. Oh my goodness. Oh mein Gott. Okay, wow. Tja. Das war ja mal was, Freunde. Ich habe keine Ahnung, wie das bei euch angekommen ist. Ich habe keine Ahnung, ob das überhaupt interessant war. Ich persönlich find's natürlich extrem interessant, weil ich halt meine Entwicklung und so, ne, wisst Bescheid, mein damaliges Ich und so. Aber ich habe keine Ahnung, ob das für euch irgendwie, ob euch das irgendwas gegeben hat, ob das irgendwie interessant war für euch. Falls ja, schreibt mir das in die Kommentare oder gebt mir ein bisschen Feedback. Falls ihr mal sowas wiedersehen wollt, wie gesagt, ich habe da noch das ein oder andere Video auf meinem USB-Stick, was ich euch vielleicht mal zeigen könnte, I don't know, aber falls es euch nicht interessiert, ist es auch völlig in Ordnung, könnte ich verstehen, weil, naja, es ist auch nicht wirklich interessant. Das Video an sich ist nicht wirklich interessant, aber halt der Fakt, dass es halt das erste Video war, ist halt irgendwie funny. Ja gut, Freunde, das war's für das heutige Video. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal in einem besseren Video oder so. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Tschüss. Be a rascal, my boy.